10 Stunden und 22 Minuten, 998 Kilometer. Ich würde sagen, wir starten einfach mal und fahren los. Hey! Ihr seid dabei bei unserem neuen Projekt. Es geht diesmal um Breakout. Wir haben ein Blackout-Szenario draußen, 7 Tage kein Strom, die Leute drin völlig am Rad. Und wir ziehen uns hier zurück in den Wald, haben hier unsere Ruhe. Und wenn ihr wissen wollt, was uns alles dabei passiert, dann bleibt einfach dran. Ich habe das Gefühl, wir haben uns verlaufen. Die verzweifelte Suche nach einem Platz. Da ist sie, da wollen wir keine Beschreibung drauf lesen. Willst du noch mit reinkommen? Ich habe noch Platz. Survival Pete macht natürlich ganz standesgemäß den Spirituskocher mit Zimtstall. Eine Logik vor dem Herrn. Ah, guck mal, ein Punkt. Damit hier Aroma Spirituskocher überhaupt funktioniert, braucht man einen gewissen. Der ist natürlich von mir selbst gebaut, logischerweise. Einfach aus der Bierdose ausgeschnitten, rum, zack, bleibt von selben stecken, kostet nichts und wiegt nichts. Beste Windschutz ever. Die Achtung, chemische Abfälle oder irgend sowas drum. Ich habe Kokosnussöl mitgenommen. Kokosnussöl hat die gute Eigenschaft, dass man es wie Kohlenhydrate verwenden kann. Das heißt, es gibt mir sofort Energie. Und Stefan, möchtest du das mal probieren? Ich weiß nicht. Kinder, nicht mit einem scharfen Messer nachmachen und nicht auf keinen nachmachen. Fall ablecken am scharfen Messer. Es schmeckt super lecker. Und dieses Mal teste ich wieder ein Produkt. Aber Achtung, dieses Mal geht es hier um Tarnung. Und ihr könnt immer noch beurteilen, taugt der Anzug was, ist der gut oder bringt der nichts. Also der Stoff ist vor allen Dingen sehr dünn, sehr luftig auch. Wenn man die hier vor der Kamera hält, kann man da schon fast durchgucken. Auf der anderen Seite hat sie hier diese Blattmotive. Wir werden den Tarnanzug jetzt gleich nochmal ein bisschen testen und gucken, ob man wirklich damit verschwinden kann oder nicht. Kann man mal machen. Ja, also die erste Nacht hier auf der Höhe von diesem Berg und die Nacht in der Hängematte war eigentlich sehr angenehm. Das kann ja eigentlich auch jeder. Und mein Problem ist jetzt, dass ich kein Essen mehr dabei habe und kein Wasser. Ich bin jetzt auf dem Weg zu einer Quelle. Da hole ich mir jetzt Wasser, da gibt es ja reichlich von. Und Essen werde ich mir jetzt auf dem Weg einsammeln. Ich gucke, was ich so finde. Wenn ihr erstmal hier umknickt, dann habt ihr ein ganz großes Problem. Achtet also immer darauf, wohin ihr eure Füße setzt. Was ihr hinter mir seht, ist keine XXL-Toilette, sondern hier hat man einfach mal die Quelle, ja, umbaut. Ist das hier. Hier ist es ganz wichtig, dass die Flasche nicht reinfällt. Dann haben wir ein kleines Problem. Und wie ihr erkennen könnt, richtig gutes Quellwasser. Ohne irgendwelche Teilchen drin oder so. So, was haben wir jetzt? Jetzt brauchen wir Essen. Wir brauchen Energie, weil ohne Energie können wir den Berg auch nicht weiter hochgehen oder ganz schlecht auch wieder runtergehen.
Ja, dann bin ich mal gespannt, was wir so finden. Wenn man Glück hat, dann findet man vielleicht so wie hier eine wunderschöne kleine Wildwiese. Und das mitten auf dem Berg. Sehr leicht an dieser Blüte hier zu erkennen. Hier haben wir schon mal Wiesenklee. Ich dachte, ich gucke nicht richtig, aber schaut mal hier, das Blatt und hier und drunter, Erdbeeren. Hier gibt es tatsächlich Wilderdbeeren. Und davon werde ich mir jetzt einige auch mitnehmen. Ja, also verhungern an Erdbeeren werde ich hier schon mal nicht. Hier wächst sogar Gänseblümchen. Und man kann nicht nur die Blüte essen, sondern auch hier unten die Blätter. Wenn ihr keine Energie habt, aber ihr euch mit Pflanzen gut auskennt, die ihr essen könnt, dann könnt ihr ein paar sammeln und eigentlich schon auch unterwegs essen. Dann habt ihr wenigstens ein bisschen Energie. Schmeckt immer gewöhnungsbedürftig, aber besser als nichts, oder? Und weiter geht's. So, wir sind ja in einem Nadelwald und überall sind halt Nadelbäume. Um jetzt die richtige zu finden, also Tanne, Fichte oder Kiefer, um sich daraus einen Tee zu machen, kann man halt die Nadelprobe machen. Da zieht man etwas weiter hinten dann eine Nadel heraus. Sieht man jetzt schlecht, aber da oben ist dann immer so ein kleines Fähnchen mit dran. Das ist dann eine Fichte und hier sind halt neue Triebe dran. Und macht euch daraus einen Tee. Dann könnt ihr das viel besser verdauen. Und noch eins dazu gesagt, diese Triebe sind Vitamin C haltig. Das heißt, die geben euch für den heutigen Tag auch noch Power. Also mir geben sie den heutigen Tag Power. Also nehme ich ein paar mit und mache mir daraus einen schönen leckeren Tee. Einfach so die ganzen Dinger rein. Das Problem ist halt, bis du das alles gesammelt hast, du hast so viel Energie verbrannt. Du willst da fast nicht mehr rein. Ach, du willst mir ja kaum. Naja. Ich bin aber von da. Ich dachte, du warst auf der Jagd. Die sind nicht abgehauen, die Pflanzen. So, die müssen auch wieder raus. Zack. Jetzt hat man noch ein bisschen Tee. Allerdings ist der bei mir nie so grün. Ich weiß nicht, was der gemacht hat. Riecht schon mal lecker, wie Sauna. Ist aber gut, sehr gut. So Leute, das war's von uns. Wir haben gerade erfahren, der Strom ist wieder da. Die Situation hat sich gelegt. Wir werden wieder nach Hause marschieren. Schaut öfters rein, weil es gibt noch ein paar andere Videos hinter den Kulissen, sage ich einfach mal. Ich hoffe nicht. Also wenn es euch gefallen hat, würden wir uns über ein Like freuen. Und natürlich, falls noch nicht passiert, jeweils den anderen Kanal abonnieren, logischerweise. Link geben wir euch jeweils unten oder oben. Denkt an diese Glocke. Ne? Okay. Wenn ihr diese Glocke nicht betätigt, dann kriegt ihr nicht immer ständig neue Nachrichten, dass ein neues Video zum Beispiel hochgekommen ist. Danke fürs Zuschauen. Führt euch euer Stefan von Outdoor Chiemgau. Euer Survival Beat.